Thema Oberarmstraffung. Nach einem Gewichtsverlust hängt Haut, auch an den Oberarmen. Hier hilft eine reine Fettabsaugung gar nicht. Auch Sport wird hier nicht weiterhelfen, sondern man muss die Haut am Oberarm reduzieren. Dies macht man ganz geschickt, indem man zuvor die Masse einfach reduziert durch eine Fettabsaugung, die Haut mobilisiert und die Narbe sozusagen auf der Innenseite des Oberarmes setzt, so dass sie fast nicht sichtbar ist. Die OP-Dauer ist so circa 2 Stunden und kann in reiner Lokalanästhesie durchgeführt werden. Die OP gewährleistet, dass es nicht zu Verletzungen der Lymphbahnen oder der Gefäße oder der Nerven kommt. Somit bleibt alles erhalten, wie es zuvor gewesen ist. Ich freue mich, Sie in unserer Klinik begrüßen zu dürfen zu einem weiteren Gespräch.